Ja, ich glaube, dass die Marken hervorragend zusammenpassen. Beide Seiten haben eine lange Tradition und pflegen die gemeinsamen Werte, Premium-Marke, Qualität, Erfolg und immer wieder die Kraft, sich neu zu erfinden. Für uns ist natürlich der FC Bayern als einer der erfolgreichsten Fußballclubs hier in Europa auch ein wichtiger Partner, weil er 400 Millionen Fans hat. Und wir wollen natürlich nicht nur den Club FC Bayern ansprechen, aber auch die Fans, um für unsere neuen Produkte zu werben. Karl-Heinz Rummenigge, der FC Bayern startet, ich habe es zuerst erwähnt, mit Gigaset jetzt in diese neue Saison. Was macht das Unternehmen zum richtigen Partner für den FC Bayern München? Ja, ich meine, erstmal ist Gigaset ein Unternehmen, das ja bayerische Wurzeln hat. Ist ja noch aus der Vergangenheit bekannt. Und ich denke, die Wachstumsziele passen gut zum FC Bayern. Ich meine, wir haben ja in diesem Bereich neue Technologien, große Interessen. Wir werden da nochmal nachhaltig auch investieren in unserem Club, was Mobilität, was die ganzen Dinge, die ja Gigaset herstellt, wie Mobile Phones, Wearables und Pads, werden wir nachhaltig nochmal investieren in den nächsten Jahren. Und dementsprechend ist es für uns ein sehr wichtiger Partner. Dazu kommt ganz einfach, es ist ja ein Platin-Partner, den wir dazu gewonnen haben. Das heißt, wir wollen gemeinsam mit Gigaset eben auch Dinge bewegen, zum Wohle von Gigaset, aber auch zum Wohle von Bayern München. Ich denke, hier gibt es sehr viele Synergieeffekte, die hier Gigaset und Bayern München als guten, perfekten Partner zusammengeführt haben. Und ich glaube, es ist ein traditionsbewusstes Unternehmen mit innovativen Gedanken. Und deshalb bin ich sicher, dass hier diese beiden Partner sehr, sehr gut zusammenpassen. Herr Frenkel, Karl-Heinz Rummenigge hat einige Produkte schon angesprochen. Mit welchen Produkten wollen Sie die gemeinsame Partnerschaft besonders führen? Ja, ich glaube, wir stehen vor einer neuen Ära bei Gigaset. Wir haben für die IFA angekündigt, in das Smartphone-Geschäft einzusteigen. Für ein Traditionsunternehmen für Gigaset ist das natürlich ein sehr wichtiger Schritt. Und freuen uns natürlich hier auf die Zusammenarbeit mit dem FCB. Und ich kann das nur unterstreichen, was Herr Rummenigge gesagt hat. Wir glauben, dass es da viele Synergien gibt. Und wir bauen damit natürlich auch den ersten Schritt vor, um erfolgreich in den Markt einzutreten. Jörg Wacker, Sie waren an diesem Deal mit Gigaset sehr beteiligt. Wie sieht die Partnerschaft mit dem neuen Partner im Detail aus? Ja, es wurde ja, glaube ich, schon ein zweites Mal angesprochen. Es handelt sich um eine sogenannte Platin-Partnerschaft. Vertrag, was ich sagen kann zu den Parametern, dauert 3 Jahre. Ich hoffe aber, dass wir hier über eine langfristige Zusammenarbeit reden. Das glaube ich, dass das erst ein Startschuss war für uns. Es ist ein exklusiver Partner für das Segment Smartphones, Tablets und Wearables. Und Gigaset hat durch diese Platin-Partnerschaft exklusiven Zugriff auf sehr wertvolle Rechte, hochwertige Rechte. Zum einen steht im Vordergrund die Stadionsichtbarkeit, also LED-Wanden wird es geben, Interview-Rückwände, sogenannte Backdrops, Camp-Carpets, aber auch die Möglichkeit, mit unserem Logo zu werben. Des Weiteren haben Sie das Recht, TV-Spot zu drehen und verschiedene PR-Termine. Und Sie haben es ja gerade angesprochen, wir sind alle sehr gespannt auf den Termin in Berlin bei der IFA. Und da wird ja das neue Smartphone, ich glaube sogar mehrere Smartphones gelauncht. Und ich gehe mal davon aus, dass auch der ein oder andere FC Bayern-Verantwortliche oder Spieler mit dabei sein wird. Davon gehe ich aus. Herr Frenkel, wir haben jetzt schon gehört, Smartphones ist ja etwas, das nicht nur für den FC Bayern, sondern auch für die Fans ein wichtiges und interessantes Produkt ist. Welche Aktionen haben Sie für die Fußballfans oder auch für den Bayern-Fan geplant? Ja, wie wir wissen, sind treue Bayern-Fans, reisen ja an jedes Spiel und natürlich kommt da unsere Produkte natürlich zur Geltung. Das ist eine der Synergien, die wir natürlich hoffen, rüberzubringen. Aber ganz speziell findet ja eine China-Tour statt vom FC Bayern jetzt in den nächsten Wochen. Und wir sind auch Partner da in Beijing und in Shanghai und in Guangzhou.
beides, glaube ich, wichtige Zielmärkte von Bayern und von Gigaset, wo wir dann gemeinsam auch hoffentlich für die Fans etwas bieten können, die da. Mit dem FC Bayern haben Sie sich ja einen Meister als Partner geangelt, besorgt. Es gibt weitere Champions, die in Ihrem Sponsoring-Paket bereits da sind, und zwar das Überraschende für uns. Ja, wir haben vor einem circa einem Monat das Sponsoring von dem Ascot Pferderennen übernommen, aber auch von Royal Ascot. Wenn wir in der Zukunft neue Produktkategorien launchen werden, wenn Sie das auch besser verstehen, dass wir dort auch mit dem FC Bayern zusammen in der Kombination ein sehr hochwertiges Portfolio an Sponsorship aufbauen und aufgebaut haben. Und für uns ist das eine sehr gute Sache in der Kombination. Karl-Heinz Rummenigge, wir haben gesehen, es ist eine sehr hochwertige Partnerschaft, eine sogenannte Platinum-Partnerschaft mit dem FC Bayern. Was bedeutet es, Platinum-Partner des FC Bayern? Ja, das ist richtig, das kann ich bestätigen. Das ist eine sehr hochwertige Partnerschaft. Wenn man Platinum-Partner beim FC Bayern ist, ist das, denke ich, ein sehr elitärer Kreis, in dem man da eingetreten ist. Es gibt, da vielleicht das nochmal hier in diesem Kreis kundtun, es gibt die sogenannten Hauptsponsoren, das sind die drei Anteilseigner, Adidas, Allianz und Audi, und eben dazu kommen noch die Deutsche Telekom als Trikotsponsor. Und direkt darunter gibt es dann eben die Platinum-Partner, und die Platinum-Partner, wie gesagt, dazu gehört eben ab dem heutigen Tag auch Gigaset. Und ich muss sagen, ich freue mich auch darauf, das ist ja jetzt auch ein Schritt, den wir da gemeinsam tun, eben neue Produkte in den Markt zu bringen, wie Mobile Phones, Tablets und auch Wearables. Das ist etwas Spannendes, und ich hoffe, dass wir einen großen Beitrag von Bayern München dazu leisten können, dass am Ende des Tages die Firma Gigaset auch dank dem FC Bayern eben großen Erfolg bei diesem Marktantritt hat. Ihr werdet das sind beides Traditionsunternehmen mit starken Wurzeln hier in Bayern und in München. Beide sehr erfolgreich unterwegs und wir bringen ja beide mehr als 100 Jahre Historie mit, aber wir haben auch diese Willen, neue Märkte, neue Produkte, neue Wege zu gehen und erfolgreich zu sein. Und wir sind beides Premium-Marken, und darum finde ich, passt das sehr gut zusammen. Ja, ich meine, was wünscht man einem Partner, wenn er einen Marktstart hat? Man wünscht ihm alles Gute und viel Erfolg, und ich glaube, bei diesem Marktstart können wir dann eben, denke ich, auch einen großen Beitrag leisten, indem der Marktstart erfolgreich wird. Wir werden, wie ich ja schon die ganze Palette FC Bayern, die ganze Stärke von Bayern München mit einbringen, alle Synergiemöglichkeiten, die es da gibt. Und ich denke, ganz speziell zum Thema Emotionalität, was eben diese ganzen Dinge betrifft, können wir einen großen Beitrag leisten. Und ich denke, dementsprechend ist es auch eine gute Kombination dieser beiden Partner, die da eben beim Markteintritt und beim Marktstart jetzt gemeinsam da in den Topf reingeworfen werden kann.